Hallo und herzlich willkommen hier bei SwagTap. Ich besitze das Galaxy S3 nun seit ein paar Stunden und habe es jetzt mal eingerichtet, ein paar Apps installiert und ein bisschen damit rumgespielt. Deshalb möchte ich euch in diesem Video einfach mal die UI, also die neue TouchWiz Nature UX und einfach ein paar Stock-Apps präsentieren, die mit euch öffnen und einfach mal herzeigen. Wir beginnen mit dem Lockscreen. Der wurde, wie gesagt, bei dieser Nature UX auch überarbeitet. Wir entsperren unser Gerät nun einfach durch diese Wischgeste. Man sieht schon diese Blubberbläschen hier. Und wie gesagt, das suggeriert, ja, dein Galaxy S3 ist nun also entsperrt. Außerdem haben wir jetzt 4 Shortcuts auch schon am Lockscreen, wie es zum Beispiel bei HTC Sense auch schon der Fall ist. Und die können wir auch starten, indem wir sie einfach hier berühren und nach oben ziehen. Na, öffnen wir zum Beispiel den Dialer. Oder gerade nützlich ist das auch bei der Kamera, einfach festhalten, hier nach oben ziehen und ja, schon ist die Kamera geöffnet. Okay, soviel zum Lockscreen. Ansonsten SMS und Mails werden ganz normal hier zum Beispiel SMS angezeigt, die kann man dann auch so hier wegziehen und sie werden sofort geöffnet. Des Weiteren Android 4.0 typisch können wir die Notification Bar auch schon im Lockscreen runterziehen. Ja, zur Notification Bar komme ich jetzt auch gleich, die wurde nämlich ebenfalls bei dieser Nature UX überarbeitet. Wir haben hier jetzt nicht nur 5 solcher Shortcuts, um zum Beispiel WLAN, GPS oder andere Sachen zu aktivieren, sondern wir haben jetzt ganze 10. Da kann man dann Sachen wie mobile Daten, GPS oder andere Sachen aktivieren und deaktivieren. Ansonsten sehen wir hier nach wie vor das Datum, wir haben so eine kleine Verknüpfung zu den Einstellungen und ja, Benachrichtigungen und den Netzbetreiber, wie schon erwähnt. Okay, da sind wir jetzt auch schon beim Homescreen. Wir sehen schon dieses eigene Wetter-Widget von Samsung, auch das haben sie überarbeitet. Das kann ich euch ja auch mal öffnen. Da sieht man eben, wie gesagt, das Wetter hier am aktuellen Tag und wenn ich draufklicke, wie gesagt, das Wetter für die ganze Woche. Wir gehen wieder zurück. Was ich ganz nett finde, und das hat Samsung auch bei dieser Nature UX neu gemacht, ist dieser nette 3D-Effekt, den ihr hier seht. Hat man sich meines Erachtens auch schon leicht von HTC Sense abgeguckt oder vom Stock Android. Aber es sieht, wie gesagt, ihr seht das hier, sehr nett aus und vor allem Samsung ist der erste Hersteller, der das mal absolut flüssig hinbekommen hat. Also das läuft hier wirklich butterweich von der Hand, gefällt mir sehr, sehr gut. Was hat man noch neu bei der Galaxy S-Reihe? Beim Note gibt es das schon seit dem Android 4.0 Update, aber bei der Galaxy S-Reihe ist das ganz neu. Ihr seht das schon hier oben, diese Prozentanzeige, diese 79%, da wird eben angezeigt, wie viel Akku noch verfügbar ist, das ist auch neu, das muss man jetzt nicht mehr nachinstallieren durch diverse Mods, die man eben nur zum Beispiel per Root installieren kann. Finde ich, hat Samsung ganz gut gemacht, auch wenn man das optisch etwas schöner umsetzen hätte können. Okay, wie gesagt, wir navigieren durch diese Wischgeste, durch unsere Homescreens. Wir haben insgesamt 7 Homescreens, wir haben hier 7 Homescreens, entschuldigt bitte, die wir wie gesagt durch diese Pinch-to-Zoom-Geste hier erreichen können und dann einfach einen auswählen können. Wir können auch Homescreens löschen, indem wir sie länger festhalten und dann einfach in diesen Mülleimer ziehen und bestätigen und dann zum Beispiel durch Plus einen neuen erstellen. Ich suche mir jetzt mal einen leeren Homescreen und halte den mal länger fest und dann sehen wir schon, indem wir hier auf Elemente hinzufügen klicken, können wir Ordner hinzufügen. Ich demonstriere euch das nochmal schnell, dann entsteht hier so ein hässlicher Ordner. Das finde ich, hat Samsung nicht so gut gelöst. Das ist immer noch wie bei der alten TouchWiz UX und es ist nicht so wie eigentlich bei Android 4.0, dass man einfach Apps aufeinander ziehen kann und dadurch Ordner erstellen kann. Das geht hier leider nicht. Mir schleierhaft, warum Samsung das nicht auch gleich mit übernommen hat. Ich halte wieder fest,
Klick auf Elemente hinzufügen, dann zum Beispiel einfach aus dem Menü. Ich nehme eine beliebige App, zum Beispiel die Einstellungen, und ziehe sie einfach hier hin. Das kann ich natürlich auch direkt machen. Oder einfach, ich füge Widgets hinzu. Hier habe ich meine diversen Widgets. Scroll ich auch mal durch, dass ihr die mal alle schnell seht. Also wie gesagt, zum Beispiel Google Fotos, Google Mail, Facebook, die Uhr. Ja, das kennt man ja. Ich halte einfach so ein Widget fest und platziere es hier auf dem Homescreen. Ich kann es auch wieder löschen, indem ich es einfach hier nach unten ziehe. Genauso kann ich natürlich Apps oder die Ordner auch so löschen. Ah, das ist Standard. Ich meine, das kennt man ja. Man kann natürlich das Galaxy S3 auch wieder personalisieren. Man hat hier die Möglichkeit, entweder nur den Homescreen oder nur den Lockscreen zu personalisieren oder gleich beide miteinander. Ich nehme jetzt mal einfach nur den Homebildschirm. Da kann ich wählen aus meiner eigenen Galerie, aus den Hintergrundbildern, die hier standardmäßig dabei sind. Das waren die jetzt nicht. Ich gehe nochmal dahin. Aus den Hintergründen, die Samsung mitliefert, und die zeige ich euch mal schnell. Das sind nicht besonders viele. Das sind die, die man eben schon kennt von diversen Videos nach der Präsentation des Galaxy S3. Und man hat natürlich auch wieder diese Live-Hintergründe, also wie zum Beispiel die Fotopinnwand, Facebeam, den ich hier installiert habe, oder die Wetteransicht. Da klicke ich zum Beispiel drauf und dann zeigt er mir eine kurze Vorschau von diesem Live-Hintergrund, und ich kann ihn entweder personalisieren oder auf Hintergrundbild festlegen. Das läuft alles sehr schnell. Wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug sagen, das Galaxy S3 ist wirklich sehr, sehr schnell. Meines Erachtens das flüssigste und schnellste Handy, das ich bisher hatte. Auch schneller als das iPhone 4S zum Beispiel. Durch einen Klick auf diesen Menübutton hier gelangen wir in unserem App Drawer. Und wie gesagt, wie versprochen, kann man hier zum Beispiel diesen Shortcut für den Market. Man kann hier zwischen Menü und Widgets wählen. Und ich werde jetzt mit euch einfach mal die Stock-Apps zeigen und die mit euch öffnen und zoom dafür etwas näher hin. Wir haben natürlich All Share, Chat On, Downloads, Dropbox, kennt man ja alles, das sind diese Standard-Apps von Samsung. Samsung liefert auch wieder den eigenen Dateimanager mit dem ich eben, wie gesagt, durch meine Dateien da durchnavigieren kann. Ist ganz nett, wenn man mal eine externe App installieren will. Wir haben natürlich die Einstellungen, da kann man WLAN aktivieren und deaktivieren, Bluetooth, man kann die eigene Datennutzung einsehen, man kann hier Limits feststellen oder sehen, welche Apps verbrauchen denn am meisten. Es gibt weitere Einstellungen, indem wir eben NFC aktivieren und deaktivieren können und eben dadurch auch Android Beam. Hier weiter haben wir Einstellungen für den Ton, ob wir Vibration wollen oder sowas. Dann das Interessanteste bei Samsung meines Erachtens, das Anzeigemenü. Hier können wir die Helligkeit einstellen, den Bildschirm-Timeout, diesen sogenannten intelligenten Schlafmodus, den ich euch noch in einem anderen Video präsentieren möchte, automatisch drehen. Und natürlich auch hier die automatische Bildschirmleistung würde ich immer deaktivieren. Aber wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, also wie die Farben des Displays kalibriert sein sollen, also dynamisch, da bekommt man dann viel Kontrast und sehr starke Farben, oder Video zum Beispiel, je weiter man hier runter geht, desto natürlicher wird die Farbdarstellung. Wie gesagt, hier kann man auch den Akkustatus in Prozent aktivieren. Ja, diverse Energiesparmöglichkeiten, Standortdienste, Infos zum Gerät. Es ist übrigens Android 4.04 installiert, falls das jemanden interessiert. Ja, kann man hier alles nachsehen. Was haben wir natürlich? Die Galerie, in der wir unsere Fotos ansehen können, zum Beispiel die Fotos, die wir auf Dropbox hochgeladen haben. Oder einfach die Fotos, die wir mit der Kamera gemacht haben. Ich habe noch nicht besonders viele Fotos, das war bei Nacht, weil ich einfach mal den Blitz testen wollte. Okay, gehen wir wieder zurück. Dann haben wir den Game Hub von Samsung. Ich denke, den muss ich euch nicht demonstrieren, den kennt man vom Galaxy S2. Wir haben Google Mail und wir haben natürlich den Browser, zu dem ich noch ein spezielles Video machen möchte. Der Browser ist übrigens sehr, sehr schnell. Ich demonstriere euch das mal. Wir rufen mal engadget.com auf.
Und na, hat er noch nicht geladen. Und wir gehen gleich auf Desktop-Ansicht, weil diese mobile Ansicht, ich glaube, das weiß jeder, die ist zwar ganz schön, aber ja, recht viel sieht man da nicht. Okay, er lädt noch. Müsste er gleich fertig sein. Ja, jetzt ist er fertig. Und wir sehen schon, dass Scrollen funktioniert. Samsung typisch wirklich sehr, sehr flüssig, sehr, sehr gut. Das Display ist sehr scharf. Pinch to Zoom funktioniert problemlos. Diese Doppeltipp-Geste ebenso. Wir können wirklich sehr flüssig scrollen. Das ist noch flüssiger als beim HTC One X. Sogar meines Erachtens auch flüssiger als beim iPhone 4S. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Da hat Samsung echt gute Arbeit geleistet, kann ich dazu nur sagen. Okay, Internet haben wir gesehen. Dann nochmal schnell die Kamera-App. Ja, da haben wir natürlich, wie ihr wahrscheinlich schon in diversen Videos gesehen habt, spezielle Einstellungen. Wir können hier auf die Rückwärtskamera switchen, also auf diese hier. Dann wir können den Blitz ein- und ausschalten. Wir können wählen zwischen Einzelaufnahme, HDR, Beauty, Panorama, also diversen Szenen. Dann hier den Autofokus oder auf Makro schalten und hier dann dieses breite Einstellungsmenü von Samsung, wo wir zum Beispiel den Belichtungswert, die Effekte, die Auflösung, den Weißabgleich, ISO und so weiter einstellen können. Also da hat Samsung wirklich gute Arbeit geleistet. Die Kameraqualität ist meines Erachtens übrigens sehr, sehr gut. Hier können wir wählen zwischen Foto und Video und durch einen Klick hierhin eben unsere zuvor gemachten Bilder sehen und aufrufen. Ich gehe wieder zurück. Wir sind wieder im Drawer. Natürlich die Kontakte-App, Samsung typisch. Wir haben hier den MP3-Player, den möchte ich euch auch mal kurz demonstrieren, wo man eben auswählen kann zwischen Alben, Interpreten, alle zusammen. Ich gehe mal auf Interpreten und zeige euch das nochmal schnell. Ja, ich spiele mal irgendeinen Song ab. Klick mal auf Stopp. Na, seht ihr hier schon, hier oben haben wir diverse Informationen zum Song. Hier sehen wir das Cover vom Song. Hier können wir vor- und zurückspulen. Das hat Samsung auch etwas überarbeitet. Sieht deutlich besser aus als noch beim Galaxy S2. Hier können wir zurückskippen oder vorspulen und einfach den Song wieder abspielen. Ja, ich spiele mal schnell den Song ab, dass ihr einen Eindruck von der Audioqualität bekommt. Und ihr seht schon hier in der Benachrichtigungsleiste können wir Musik an- und ausschalten. Die Lautsprecherqualität ist meines Erachtens übrigens sehr, sehr gut. Die sind sehr laut, könnten etwas klarer sein, aber da kann man sich nicht beschweren. Besser als beim Galaxy S2. Okay, das haben wir auch gesehen. Wie gesagt, der MP3-Player macht echt einen guten Eindruck. Gefällt mir persönlich recht gut. Dann natürlich die Nachrichten, die SMS-App, die unterscheidet sich nicht großartig von der vom Galaxy S2. Da haben sie nicht recht viel überarbeitet. Wir haben natürlich Navigation, Places, dann den Play Store von Google. Der sieht aus wie auf jedem anderen Ice Cream Sandwich Device auch. Wir haben natürlich diese Rechner-App von Samsung. Die, wenn man eben in den Quermodus geht, hier einen ganz guten Taschenrechner mit vielen Möglichkeiten bietet. Wir haben natürlich den S-Planner, also diesen Kalender von Samsung, wo wir Termine einspeichern können und hier durch Jahr, Monat, Woche, Tag, ja, haben wir auch gesehen. Wir haben natürlich die Samsung-Apps, Sprachmemo, Suche, Talk, Telefon, den Dialer habt ihr ja vorher schon kurz gesehen. Der wurde auch überarbeitet und sieht meines Erachtens jetzt auch deutlich besser aus. Google Suche, Google Talk, die Uhr. Wir eben zum Beispiel die Weltuhr ansehen können, wie Berlin, Deutschland und dann noch andere Länder einfach hinzufügen können. Ist auch ganz nett.
Wir haben ein UKW-Radio, also das hat man diesmal ganz gut gelöst. Jetzt kommen wir zu einem der Highlights des Galaxy S3. Da kann man meines Erachtens ganz gut sehen, was so eine Quad-Core-CPU eigentlich kann. Ich klicke mal auf den Trailer von The Dark Knight Rises. Die Wiedergabe von HD-Videos ist wirklich knackscharf hier auf dem Galaxy S3. Da entfaltet das Display seine ganze Qualität. So können wir wirklich sehr, sehr flüssig vor- und zurückspielen. Das ist übrigens ein 720p-Video. Glaubst du, er kommt zurück? Ich weiß es nicht. Warum bist du geflohen? Wegen Bane? Du solltest ihn ebenso fürchten wie ich. Okay, und jetzt zu dem vorher schon erwähnten Highlight. Dafür gehe ich wieder in den normalen Modus. Und zwar seht ihr schon diesen Button hier. Den werde ich jetzt einfach mal klicken. Und dann wird das Video, wie gesagt, einfach, ich mache mal etwas leiser. Dann wird das Video einfach minimiert und kann hier in der ganz normalen, ich kann ganz normal alle anderen Sachen wieder machen, zum Beispiel im Internet surfen und dieses Video dementsprechend herumschieben und weiter ansehen. Es ist wirklich sehr cool gemacht und zeigt, wie stark die CPU ist, und durch einen Klick hierauf komme ich auch wieder zum Video zurück. Okay, das haben wir auch gesehen. Auf den Film freue ich mich übrigens schon seit langem, der wird sicherlich sehr, sehr gut werden. Wir gehen wieder zurück in den Drawer. Wie gesagt, Videos habe ich euch jetzt auch demonstriert. Wir haben die YouTube-App und auch die Bild-App ist vorinstalliert. Keine Ahnung, warum Samsung das macht, aber ja, ich brauche es nicht. Das waren auch schon die Stock-Apps. Ansonsten sind das nur noch alles Apps, die ich installiert habe. Die werde ich euch aber im vollwertigen Review dann zeigen. Ja, das war es auch schon wieder. Ach, passt auf, das will ich euch auch noch zeigen. Samsung hat ja hier die eigene Tastenbelegung beibehalten. Also wir haben hier den Back-Button und hier den Menü-Button. Anders als beim HTC One X zum Beispiel, wo hier der Button für den Taskmanager ist. Bei Samsung rufen wir den Taskmanager durch einen langen Klick auf den Home-Button auf und haben dann hier den Ice Cream Sandwich typischen Taskmanager. Wir können Apps schließen, indem wir sie hier einfach zur Seite swipen. Wir können zu den Apps wechseln, indem wir einfach auf die jeweilige App klicken. Seht ihr ja. Wie gesagt, dadurch können wir sie schließen und durch einen Klick auf den Taskmanager sehen wir, wie viel RAM wir noch frei haben. Speicher löschen können wir da zum Beispiel. Dann werden alle Anwendungen sofort geschlossen. Okay. Wie gesagt, das war es auch schon wieder. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Thumbs up, würde mich wirklich sehr freuen und würde mir auch sehr helfen. In den nächsten Tagen werden noch einige Videos zum S3 folgen. Falls ihr spezielle Videowünsche habt, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich werde versuchen, das umzusetzen. Danke euch fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal.